Hallo, ich bin's wieder, Mira, und ich zeige euch heute, wie ihr Baumkuchen ganz einfach und ohne besonders viel Aufwand selber zu Hause machen könnt. Der sieht dann ein bisschen anders aus als normaler Baumkuchen, aber schmeckt mindestens genauso gut. Und ja, wir fangen gleich an, würde ich sagen. Dafür braucht ihr als erstes Eier. Und die vermische ich mit etwas Zucker schon mal. Wenn ihr das alles gut gemischt habt, dann kommt etwas Milch dazu. Ein kleiner Schuss Rum. Keine Sorge, der Rumgeschmack bzw. der Alkoholgeschmack verfliegt beim Backen zum größten Teil, sodass ihr nur noch das Aroma habt. Und Vanilleextrakt. Falls ihr gar keinen Rum da drin haben wollt, könnt ihr den auch einfach weglassen. So, mit dieser Mixtur müsst ihr mir dann einmal rüber zum Herd folgen, denn jetzt müssen wir dort weitermachen. Wir müssen jetzt nämlich unsere Mixtur hier so übers Wasserbad stellen. Dabei ist wichtig, dass die Mixtur das Wasser nicht direkt berührt, sondern nur den Wasserdampf sozusagen abbekommt. Und jetzt muss das Ganze ungefähr 5 Minuten lang köcheln und ihr müsst die ganze Zeit stetig dabei weiterschlagen. So, das Ganze ist jetzt schon 5 bis 6 Minuten hier auf dem Herd und wie ihr seht, wird die Masse schon richtig schön schaumig. Damit ist die dann jetzt auch fertig und dann können wir auch schon gleich wieder rübergehen und dort weitermachen. So, hier bin ich wieder mit meiner Masse und jetzt nehme ich mir meinen Handrührer, weil jetzt wird es mir langsam doch zu anstrengend, oder ihr nehmt eure Küchenmaschine, was ihr da habt, und jetzt muss das Ganze nochmal für ungefähr 14 Minuten weitergeschlagen werden, bis sich die Masse ungefähr verdreifacht hat. So, wie ihr seht, hat sich schon viel getan. Das Volumen hat sich definitiv schon verdreifacht. Aber wir sind noch nicht fertig, denn nach der Hälfte der Zeit könnt ihr nämlich schon mal langsam anfangen, die Butter dazu zu geben. Das ist braune Butter, die habe ich einfach in einem Topf geschmolzen und dann ein bisschen länger vor sich hin kochen lassen, bis sie so eine leicht bräunliche Farbe bekommt. Und die lassen wir jetzt beim Schlagen langsam dazu rieseln. So, 14 Minuten sind um. Unsere Masse ist jetzt fast fertig. Jetzt kommt nur noch das Mehl dazu, beziehungsweise Mehl und Stärke. Das beides tue ich jetzt in eine andere Schüssel und mische das schon mal gut miteinander, bevor ich es dazu gebe. Wenn ich das habe, lasse ich es langsam in die Masse rieseln und hebe es ganz vorsichtig unter, weil wir wollen nicht, dass unsere schöne, fluffige Creme zusammenfällt. So, wunderbar, unsere Masse ist dann damit jetzt fertig endlich. Und jetzt könnt ihr schon mal den Ofen vorheizen, und zwar auf 250 Grad Minimum, also so hoch es geht. Und wir brauchen nur Oberhitze bzw. die Grillfunktion, wenn ihr eine habt. Dann habe ich hier jetzt schon mal eine kleine Konstruktion gebaut, kann man sagen. Und zwar habe ich hier ein ganz normales Backblech, kein Sieb, kein Gitter sozusagen, sondern ein Blech, und habe da Alufolie draufgelegt. Und dann habe ich hier meine Kuchenform, die habe ich auch mit Alufolie ausgelegt und dann gebuttert. Und das Ganze habe ich gemacht, weil wir nicht wollen, dass der Kuchen von unten zu dunkel wird, denn wir müssen ihn jetzt in Schichten backen, wie man das bei einem richtigen Baumkuchen nämlich macht. Und zwar werden wir jetzt, dafür kommt mal ein bisschen näher, immer eine dünne Schicht von dem Teig in die Form füllen und dann so verteilen, bis alles gleichmäßig bedeckt ist. Und das kommt dann jetzt so für ungefähr 1 bis 1,5 Minuten, also nicht aus den Augen verlieren, in den Ofen auf die oberste Schiene, bis die obere Schicht leicht gebräunt ist. So, das ist unsere erste Schicht und ihr werdet überrascht sein, denn das ging wirklich extrem schnell, also wirklich nicht aus den Augen verlieren. Und jetzt mache ich das ganze Spiel einfach nochmal und gebe wieder so einen kleinen Schwung Teig hier rauf und verteile den. Achtung, heiß! Und
Und wie ihr bestimmt jetzt schon durchschaut habt, geht das jetzt immer so weiter, bis euer Kuchen die gewünschte Höhe erreicht hat oder ihr einfach keinen Teig mehr habt. So, ich habe jetzt schon 6 Schichten gemacht. Jetzt mache ich meine letzte Schicht, nämlich die 7. Das reicht mir dann, ist mir dann hoch genug. Ihr könnt natürlich so viele Schichten machen, wie ihr mögt. Und ich kann euch nur nochmal darauf hinweisen, wirklich schon nach 20, 30 Sekunden vielleicht mal drauf zu schauen. Denn mit jeder Schicht ging es bei mir jetzt auch immer schneller mit dem Anbräunen und nicht, dass euch was verbrennt. So, dann tue ich das jetzt nochmal für ein paar Sekunden in den Ofen und dann muss der ganze Kuchen nur noch auskühlen, bis ich ihn dann stürzen kann, um ihn dann mit einer schönen Ganache zu überziehen, die wir auch gleich machen werden. Und ich kann euch übrigens noch sagen, also ich habe jetzt eine 20er Springform benutzt mal wieder, aber der Teig, den ich hier habe, reicht locker auch für eine 26er Springform. Das kommt ganz darauf an, wie hoch ihr den Kuchen haben mögt. Unser Baumkuchen ist schon fertig ausgekühlt und ich habe ihn jetzt schon mal auf so ein Kuchengitter hier gestürzt. Aber so kann er natürlich jetzt nicht bleiben. Und deswegen mache ich noch eine schöne Ganache, um ihn damit zu überziehen. Für alle, die schon Ben und Bällchens Video zum Thema Ganache gesehen haben, ist das jetzt nichts Neues. Und für alle anderen hier nochmal schnell erklärt. Ich habe hier Schokolade, fein gehackt und extrem heiße Sahne in dem Topf. Und jetzt gieße ich immer einen kleinen Schluck von der Sahne Schokolade dazu und rühre um und dann sieht man schon, wie die Schokolade langsam anfängt zu schmelzen. Ich nehme hier keinen Schneebesen für, weil das alles sehr zäh und trocken ist und das alles nur verkleben würde mit einem Schneebesen. Und dann immer weiter rühren und das Ganze löst sich dann langsam immer mehr auf. So, die Ganache ist jetzt eigentlich schon fertig, also ihr könnt sie auch so lassen, wie sie jetzt ist. Aber ich mache passend zum Baumkuchen noch einen kleinen Spritzer Rum dazu. So, das hier ist jetzt meine fertige Ganache und das ist mein fertiger Baumkuchen. Und jetzt muss die Ganache nur noch auf den Baumkuchen rauf und dann ist alles fertig. Ich wollte euch nur kurz noch mitteilen, ich habe mich entschieden, doch noch ein paar Schichten mehr zu machen. Also es sind jetzt nicht 7 geworden, sondern eher 10. Und ich habe dabei auch doch dann den ganzen Teig verbraucht. Also das mit der 26er Backform war ein bisschen hochgezielt von mir. Ihr müsstet, wenn ihr eine größere Backform nehmt, doch ein Drittel noch draufrechnen. Und jetzt kommt das hier drauf. Und mit meiner Winkelpalette streiche ich jetzt alles nochmal schön glatt. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Ganache fest geworden ist und dann können wir ihn endlich anschneiden. Das ist der fertige Baumkuchen mit ausgekühlter Ganache. Und jetzt ist er bereit, angeschnitten zu werden. Und dafür kommt mal ein bisschen näher. Und das ist unser fertiger Baumkuchen. Ihr könnt hier schön die ganzen Schichten sehen. Und ich würde sagen, jetzt probiere ich mal. Ein wunderbarer Teig, schmeckt grandios und den Rum schmeckt man auch gar nicht so stark raus. Einfach toll. Also, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, wie es bei euch geworden ist, schaut auch mal bei Facebook und Instagram vorbei und bis dann!